Hi Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahmerunde von. Was spielen wir eigentlich hier? Was spielen wir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Lego. Lego Star Wars. Nein, Yui, ich bin dein Vater. Peng! Hand ab. Ui. Oh mein Gott, das war ein Unfall. Nein, natürlich spielen wir Minecraft. Genau, natürlich. Und dieses Mal auf der Version 1.6, die jetzt ja gerade gekommen ist, haben wir uns jetzt mal Irgendwann so. die Tage. Genau, haben wir uns jetzt mal so spontan runtergeladen, weil wir ein bisschen überrascht waren, Jawohl, dass und sie es da gibt ein ist. paar klitzekleine Neuerungen. Seien es jetzt Teppiche, seien es jetzt. Es gibt anscheinend irgendwo Pferde, Man die kann unterwegs sind. Lebenblöcke färben. Man kann Lehmblöcke färben. Ja, irgendwie so lauter so Zeug, so was halt für Freude sorgt. Irgendwie so ein Gelumpe. Ja, aber eigentlich ist das ja, ne? Jetzt nicht so wichtig. Naja, Denn wir nicht bauen ja eh wirklich. nur eine Bibliothek. Da braucht man jetzt keinen Teppich, da braucht man Bücher. Das stimmt. Und so kommt der Balas, nächste Kant. Ja, was? Das bin ich. bevor du jetzt weiter irgendein Bullshit faselst, wollen wir diese Holzdielen oben weiterführen? Hier so in der ganzen Bibliothek? Was für Also komm Holzdielen? mal her, dann weißt du, was ich meine. Was für Holzdielen? Da oben. So, ja, das könnte man eigentlich machen, oder? Weil es sieht doch ganz okay aus. Es sieht ganz gut aus, finde ich eigentlich. Ja, denke ich auch. Dann mache ich das mal. So stützt eine Deckenstütze. Ja. Mal gucken, wie wir es hier machen nachher. So, ich schaue hier Geht nicht. mal. Geht nicht. So, dann bauen wir weiter an dieser Bibliothek, haben wir uns heute vorgenommen, weil wir heute bloß eine kleine Ja, Aufnahmesession machen. eine kleine Runde, nicht so lang. Schön Genau. gemütlich. Mal noch 5, 6 Stunden schnell aufnehmen. Genau, Wie man es halt so so ganz macht. kurz eben. Ne, also so Wie wie es man es sich halt kennt. gehört. Wie ihr uns erkennt, ne? Ganz kurz. Oh Gott, self-diss. Weißt du noch, womit ich letztes Mal aufgehört habe, wovon ich erzählen wollte? Nein? Ich weiß es noch. Oh Ja, Gott, warum weiß er das noch? weil ich gut bin. Ich bin Jesus. Denn Jesus liebt euch in einem Moment. Jetzt Nee, kommt's ich wieder. hatte nämlich erzählt von Eternal Sonata. Ja, das klingt toll. Erzähl uns mehr Ja, davon. das ist das Spiel, das ich zweimal besitze. Und der Grund, warum ich das zweimal besitze, ist, weil damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ist meine Spitzhacke kaputt gegangen und dann habe ich mir gedacht, Mensch, holst du dir mal was zum Spielen? Nee, natürlich war das nicht so, ich hatte keine Spitzhacke damals. Nee, mein Bruder hatte eine Xbox 360 und ich war, also, wir haben es uns aufgeteilt, er hat sich die Xbox geholt, ich hatte mir eine PS3 geholt. Was, die Dreier damals? Ich glaube, die Dreier war das. Auf alle Fälle. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir ausziehen, weil da waren wir beide schon alt genug, als dass man sagen könnte, okay, irgendwann ist dran zu denken, dass man aus heimischen Gefilden mal in die große, weite Welt zieht. Also praktisch Drei Haustüren weiter. von den Oldies raus will. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, machen wir es so. Der eine das, der andere das. Und dann habe ich mir das Spiel zuerst für Xbox 360 gekauft, wo es halt als erstes für rausgekommen ist. Und dann gab es nochmal irgendwann ein Remake für PS3. Und weil ich das Spiel eigentlich gut fand und nie durchgespielt habe, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich die Xbox schon nicht mehr zur Verfügung hatte, habe ich es mir dann da nochmal für geholt. Aha. Und ich möchte hierbei erwähnen, ich habe es immer noch nicht durch, Na. weil ich kaum PlayStation spiele. Haha, daran bin ich ein bisschen schuld, glaube ich. Ja, auch. Es gibt noch andere Kandidaten. Na. Aber gut, vielleicht wird sich da in Zukunft ein bisschen was ändern, weil mein tolles Gerätchen ist ja jetzt da. Ja, wir planen ja weiter für euch, ne? Wir Dann, scheuen ja genau. keine Kosten und Mühen. Und ich glaube, Und was wir bauen einen jetzt. Jurassic Park auf. Mit Ja. Dinosauriern und so. Ich glaube, was wir jetzt hier auch gerade mal so hemmungslos ankündigen können, wir sind jetzt aller wirklich doll auf der Gamescom. Also inzwischen steht alles fix. Okay, wir haben die Karten noch nicht, aber ansonsten steht alles fix. Aller wirklich doll. Aller wirklich doll. Das Mein ist, Deutsch ist very toll. Doll. ja, hast du ganze Tüte Deutsch gekauft, oder? Für 1,50 Geld. Ja. Ja, das merkt man. Nein, aber. Ja. Nein, aber So, ja. Ja, aber nein. halt in die Fresse. Wenn ihr da seid, dann könnt ihr uns dann sehen und wir können euch sehen und eigentlich ist es voll gruselig und Hilfe. Wenn ihr uns denn überhaupt erkennt, ich glaube, uns erkennt kein Mensch. Was Oder würden wir wir. sind den Leuten total egal. Was sind das für Spinner, hey?
Ja, das sind wir. So der Juwi und ich. Also Ballas, ne? Ja, also Juwilas, ne? Ja. Zusammen dann. Und dann sagen wir euch, hallo Leute, ich bin der Juwi, das ist der Ballas und wir sind LP. Nein, ich bin doch Juwilas. Nein, Moment, sorry, Insider. Insider, das kennt ihr nicht. Das kennt ihr nicht, ihr werdet das Video, in dem das vorkommt, wahrscheinlich auch nie sehen. Nein, vermutlich nicht. Das ja, vielleicht ja doch irgendwann mal, aber mal gucken. Ja. Das leuchtet so gut. Das ist geil. Was? Ich seppel. Schön, dass es dir selber auffällt. Du seppel. Was denn? Ja, ich seppel. Nee, ich hab vergessen, Treppen zu machen. Hab mir extra Holz aus der Truhe geholt und hab mir keine Treppen draus gemacht. Ich seppel. Ach du Seppel, du. Sag mal, Bursche, wie sollen wir denn so miteinander arbeiten, gell? Ja, weiß auch nicht, ne? Ich glaub's ja nicht. Jetzt muss ich, fällt mir gerade so, weil wir haben die Karten noch nicht ein, dass ich da mal die Tage mal losgehe. Oh, ja. Das ist rausgehen. Jetzt, das ist jetzt nichts, was ich vor die Tür. Du musst ja vorher duschen, Alter. Ja, Mann. Ist voll eklig. Nee, auf alle Fälle, das muss man jetzt nicht hier klären, glaub ich. Nein. Aber es fiel mir gerade so ein. Ich wollte es einfach nochmal für mich selbst sagen, gerade. Ich werde noch Karten besorgen müssen. Und Klopapier. Und so. Und Chips und Bier. Wir brauchen Chips und Bier. Warum brauchen wir Bier? Wir trinken doch nicht, wir sind doch beide Anti-Alkoholiker. Achso. Weiß ich noch gar nichts von. Ja, freut mich, dass ich dir was Neues beibringen konnte. Jetzt Anti-Alkoholiker, Ballas und Juwi, ne? Nein! Du hast mein Leben zerstört. Ich will noch nicht sterben. Wieso? Da hilft zum Beispiel kein Alkohol. Dann lebt man länger. Man hat zwar auch keinen Spaß mehr im Leben, aber man lebt länger. Ja, nein, man kann auch Spaß ohne Alkohol haben, muss man mal dazu sagen. Man kann auch trinken ohne Spaß zu haben. Das geht auch. Apropos, ich würde mir eigentlich noch ein Bier kaufen. Scheiße, hab ich vergessen. Ja, dazu ist es schon zu spät. Nein. Na, weißt du, was auch voll scheiße ist? Nee. Mein Abendessen heute. Warum? Ich hab mir eine Pizza in den Ofen geschoben, die ich noch zu Hause hatte. Denn ich habe mir auf Arbeit, wollte ich mir eigentlich was zu essen mitnehmen. Hab's auch bezahlt, hab's alles gekauft gehabt und hab's dann nochmal schnell in die Tiefkühltruhe gehauen, weil, ne, es liegt halt dann doch ein bisschen rum und es ist warm draußen und das ist halt ein Heimweg, soweit noch kalt bleibt. Ja, und dann stand ich vorm Laden und hab mir gedacht, so, Moment, irgendwas fehlt. Ja, super. Ja, das war voll klasse. Dann musste ich mir Notfallplan A38 holen. Das ist wie mit einem Passierschein, ne? Und ja, hab mir eine Pizza in den Ofen geschmissen. Tja, geht auch. Wer kennt sie nicht? Die bekannte und beliebte Pizza 4 Haltestellen. Was? 4 Haltestellen? Quattro Stagioni. Lol. 4 Haltestellen. Oh mein Gott, kommt denn das her? Ah, Bahner Familie. So, Fackel. Fackel. Nicht lange Fackeln aufstellen. Nein, meine Spitzhacke ist schon wieder kaputt. So, aber ich komme hier langsam auf ein Ende zu. Jetzt als nächstes werde ich Holz brauchen. Wenn ich sage, ich werde Holz brauchen, dann werde ich Holz brauchen. Wofür baust du denn Holz? Hier, um den Raum ein bisschen auszukleiden. Ich würde halt da eher so den Bibliotheksraum, also wo die Bücher dann sind und so, würde ich halt schon eher ein bisschen mit Holz auskleiden. Quatsch. Jo, klar. Würde ich halt so sagen, weißt du? Weiß ich. Weißt du, Digga? Wow, was geht denn hier? Hey. Bin reingefallen. Hier war ein Loch. Aha, hier bist reingefallen. War's bodenlos? Ja. Ich komm mal wieder hoch, ne? Das ist eine bodenlose Frechheit. Das bodenlose Loch. Machen wir eine Dreiertreppe? Ja, ich würde sagen. Eine schwarz-weiße Rede aus dem schwarz-weißen... nee, warte, wie war das? Guck da, das ist ein Loch. Oh mein Gott. Wo ist Loch? Hier. Oh. Loch. Das war spannend. So was? Ja. Ein Loch. Kann ja keiner mit rechnen, dass da ein Loch ist. Nee, irgendwie nicht. Nee, da muss man das schon... Das passiert in Bergen eigentlich recht selten. Sie sollten Warnschilder aufstellen, sowas wie Vorsicht, hier ist ein Loch. Oder wenn sie das lesen können, sind sie in ein Loch gefallen. Das finde ich cooler irgendwie. Okay, das ist der Plan. Ab sofort in jedes Loch, in das wir reinfallen, stellen wir Schilder vor.
Also da unten rein dann, ne? Wenn sie das lesen können, sind sie reingefallen. Ja, muss ich sagen, finde ich aber echt ganz cool. Verstehen Sie Spaß? So, ja. Hallo, Esther. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber der Ballast, der versucht hier mal ein bisschen was zu bauen. Oh nein, es wird katastrophal oder so. Da bringt eure Töchter in Sicherheit. Wer weiß, was der verrückte Perverse da baut. Schön, dass du dich selber als pervers betitelst. Ja, natürlich. Man soll schon realistisch bleiben, ne? Achso. Okay. Ich sag jetzt nicht, was ich von dir weiß. So, und jetzt fangen alle an, mutmaßlich zu stellen. So, oh, was könnte man... What the fuck? Was weißt du denn? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ernsthaft? Das weiß ich nicht mehr. Tja, ich weiß es noch, ganz genau. Das war nämlich einmal im Fanlager da, ne, aber... Ach, die Geschichte. Das erzähl ich jetzt nicht hier, weil sonst... du weißt na. Bescheid. Ich erinnere mich vage. Der Kreis schließt sich. Ja. Zum letzten Mal. Doch nun bin ich der Meister. So wie bei Star Wars gelandet, oder was? Ja, wir haben auch so eröffnet. Da war schon wieder ein Loch, Gottverdammt. Aber das sind nur Cobblestones. Cobblestones, yay. Cobblestones im Kabelloch. Gottverdammt. Aber ich hätte auch eigentlich wissen können, dass das da weitergeht mit dem Loch. Ja, hättest du, aber hast du nicht. Eigentlich. Weil du bist ja ein verdammter Kacknub. Ja, meine ich. Ja, ja, mein Schatz. Uhui. Apropos, wollen wir über Filme reden? Ich hab ja jetzt die Tage wieder ein bisschen Filme-Trailer geschaut, also gestern. Ich hab gesehen. Nix gesehen. Also, ist mir egal. Und ich hab gesehen, weil du bist ja auch großer Filmfan eigentlich. Deswegen gucke ich so viele. Ja, eben, deswegen, darum geht's mir, ja. Dass von 300 ein neuer Teil rauskommt, also ein zweiter Teil. Okay, das habe ich sogar auch mitbekommen, so dank YouTube. Danke, YouTube. Dank mir, weil ich es gepostet habe im Skype. Achso, warst du das? Ja. Okay, ich habe schon wieder vergessen. Oh. Nix YouTube. Danke, Balas. So, nee, auf alle Fälle, von 300 kommt ein zweiter Teil raus. Und, ja gut, irgendwann jetzt dann demnächst soll ja auch hier dann der nächste Hobbit-Film kommen. Der war ja, glaube ich, für Winter angesetzt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Indem man endlich mal Smaug in Action erleben wird. Jubi hört sich an wie, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Doch, ich habe ihn wohl auch gesehen. So ist es nicht. Also, wie gesagt, das ist auch so ein Film, auf den ich mich schon irgendwie ein bisschen freue. Und wie gesagt, halt auf alle Fälle 300. Den werde ich mir diesmal wahrscheinlich auch im Kino anschauen. Den ersten Teil habe ich ja, glaube ich, nie im Kino gesehen gehabt. Den hatte ich auch nicht. Auf DVD dann gesehen gehabt. Das war bei mir eher so von wegen, guck mal, hier hab einen Film geholt. Okay, lass mal gucken. So habe ich 300 kennengelernt. Man hat Nippel gesehen in dem Film, der war voll gut. Also, wenn ihr einen Film dreht und ihn um 100% verbessern wollt, lasst irgendwo Nippel aufblitzen, das hilft. Ja, aber das geht ja nicht überall, ne? Warum? Naja, in Amerika kannst du das nicht machen. Hallo, 300 lief auch in Amerika. Was? Behaupte ich jetzt einfach nicht. Mal. Also doch. Ja, ich glaube, also eigentlich ist es unlogisch, klar, weil, ne? Aber ich glaube schon, dass der auch in Amerika lief. Ja doch, das lief auch garantiert, bevor jetzt wieder irgendjemand was sagt. Scheiß Klugscheiße. Was? Wir wollen sowas hier nicht. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ja. Irgendwas wollte ich auch noch erzählen in puncto Film. Achso, mir fiel letztens ein Film ein, den ich unbedingt mal wieder gucken muss. Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Nein, Walk the Line. Sagst du den? Nee. Ist eine Verfilmung von Johnny Cash, die ziemlich, ziemlich großartig ist. Worum geht's da? Um Johnny Cash und June. Ist voll spannend. Ich meine, worum geht's da? Was machen die da? Um Johnnys Leben. Also für jeden, der sich so ein bisschen mit Johnny Cash auskennt, der weiß jetzt, was der so gemacht hat. Musik zum Beispiel und Drogen konsumiert und naja, was... Und der hat Drogen konsumiert und dann Musik gemacht. Was Rock'n'Roller dann so gemacht haben. Ich habe mir die Beine gebrochen. Hatte sich die Beine gebrochen. Bestimmt. Ich habe das gerade gemacht. Es war voll nicht schön.
So, hier die Treppe muss mal. Kannst du hier vielleicht nochmal eine andere Treppe. Ich quatsch jetzt mal am Zettel, andere Treppe verlegen? Nee, weil ich bloß noch zwei dabei habe. Arschloch. Aua. Arschloch. So, aber die zwei habe ich da mal hingelegt. Mir geht das Holz auch gerade ein bisschen aus. Jetzt habe ich noch acht. Gib Platz mit meinem Inventar. So. Nom. Oder so. I can see dead people. So, wie ach ja, wo denn? Dich! Was? Ich bin doch gar nicht, oder? Gleich bist du's, mein Freund. Gleich bist du, oder so. Steht da jemand hinter mir? Nein. Dreh dich mal um. Da kam mir gerade so ein kalter Wind hoch in den Nacken, aber es könnte auch daran liegen, dass das Fenster auf ist. Nein, es ist nicht das Fenster, das offen ist. Es ist deine Seele, die offen ist, weißt du? Ja, das ist eine typische Basis-Random-Nonsense. Das kennt ihr alle, habt ihr euch ja inzwischen vielleicht sogar schon dran gewöhnt. Ich baue den Eingang hier mal noch einen zu, oder? Wenn wir den eigentlich groß halten wollten, aber so gefällt er mir irgendwie besser.